Wie meistens habe ich eine ganze Menge Folien mitgebracht, deswegen starte ich ohne große Vorrede. Eine kleine Vorbemerkung sei mir aber vergönnt. Ich möchte hier kein Argumentum ab Autoritate machen und einfach behaupten, ich sei Expertin. Deswegen sind die Überschriften auf allen Folien farbkodiert. Weiße Überschriften stehen für objektive Fakten. Wenn die Überschrift blau ist, dann gebe ich wirklich meine fundierte Ansicht als Expertin wieder, als Expertin für Korps- und Computerlinguistik, die ich sehr gut begründen kann und von der ich überzeugt bin. Rosa Überschriften, das sind dann eher persönliche Ansichten. Also auch die habe ich durchdacht und ich finde meine Argumentation da schlüssig, aber mir fehlt bei diesen Folien die Fachkenntnis, die tiefere Fachkenntnis, um hundertprozentig davon überzeugt zu sein. Nur, dass Sie einschätzen können, meine diversen Behauptungen hier. So, eigentlich geht es in meinem Vortrag ja um die Frage, wie intelligent denn künstliche Intelligenzen wie ChatGPT sind. Aber erst sollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was eigentlich hinter ChatGPT steckt. Beziehungsweise die erste Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Das ist eine Frage, die sich heute wahrscheinlich fast jedem stellen wird. Ich habe darauf auch eine ganz klare Antwort, die nicht unbedingt jedem gefällt. Meiner Ansicht nach ist künstliche Intelligenz in erster Linie ein Marketingbegriff. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber man wird ja Tag für Tag in den sozialen Medien und auch sonst bombardiert mit Werbung der neuen KI-Firmen, die tolle neue Möglichkeiten mithilfe von KI versprechen oder einem androhen, dass man völlig abgehängt wird, wenn man nicht auf den KI-Zug aufspringt. Was hinter der ganzen KI-Revolution eigentlich steckt, ist eine bestimmte Klasse maschineller Lernverfahren, die als Deep Learning bekannt sind und die auch tatsächlich sehr große Fortschritte erzielt haben. So ungefähr seit 2010 sind die richtig erfolgreich geworden, breit in die Anwendung gekommen und haben in vielen Gebieten, auch in meinem Fachgebiet der Computerlinguistik, eben ganz enorme Fortschritte gebracht. Und diese Deep Learning-Verfahren, hat man dann entdeckt, die KI wieder aufzugreifen, die künstliche Intelligenz als Marketingbegriff. In der Computerlinguistik ist KI jetzt vor allem in Form dieser sogenannten Large Language Models vertreten oder LLM. Die sind allgemein bekannt geworden durch ChatGPT. Das ist ein Large Language Model, ein ganz besonderes Large Language Model. Aber darauf will ich jetzt ein bisschen zu sprechen kommen, was eigentlich hinter ChatGPT steckt. Wenn man sich anschaut, was ChatGPT kann, und es wird ja von Monat zu Monat besser, also die Ergebnisse, es gibt immer mehr Möglichkeiten, was man damit machen kann, fragt man sich manchmal schon, ist das jetzt noch Wissenschaft, ist das schon fast Magie, oder sind wir hier eigentlich in einem Science-Fiction-Film gelandet, womöglich auch noch im falschen Film? Auch darauf habe ich eine klare Antwort. Ja, wir leben tatsächlich jetzt in einem Science-Fiction-Film, aber es ist ein ganz harmloser Science-Fiction-Film aus den 1950er Jahren. Denn wenn man sich genau anschaut, was ChatGPT eigentlich macht, dann stecken da drei Ideen dahinter, die alle aus den 1950er Jahren kommen. Es ist also kein tolle neuen Algorithmen, die jetzt entstanden sind, die entwickelt wurden. Es sind Gedanken, die mit dem Aufkommen der ersten elektronischen Computer in den 1950er Jahren von Mathematikern, Informationstheoretikern entwickelt wurden, die damals aber mit der vorhandenen Technik bei weitem noch nicht umgesetzt werden konnten. Was wir also sehen, ist die technische Weiterentwicklung, die technologische Ausnutzung dieser alten Ideen. Ich will auch erklären, welche drei Ideen das sind. Die erste Idee ist die der statistischen Sprachmodelle. Die geht zurück auf Claude Shannon, den Begründer der Informationstheorie. Und mit dem Paper, das die Informationstheorie eingeführt hat, von 1948, hat er auch diese Idee aufgebracht, dass wir mithilfe von Statistiken Zufallstexte generieren können, die erstaunlich nach realen Texten aussehen. Also hier sehen Sie ein Beispiel für so einen Zufallstext. Der ist mit einem sogenannten 4-Gramm-Modell entstanden. Das heißt, wir machen Statistiken. Wir schauen uns immer die letzten drei Wörter als Kontext an und machen dann eine Statistik, welche Wörter am häufigsten drauf folgen. Also hier zum Beispiel, da braucht man natürlich einen Trainingskorpus und im Trainingskorpus, das ich hier verwendet habe, ist es so, dass auf die Wörter es ist doch in 18,5% aller Fälle das Wort nur folgt, in 5,2% das Wort so und so weiter. Und jetzt kann ich Zufallstexte erzeugen, indem ich mir immer diesen Kontext anschaue, also die letzten drei Wörter, und dann
zufällig ein Wort auswähle, aber natürlich mit den Wahrscheinlichkeiten, die ich aus dem Korpus bestimmt habe. Das heißt, in einem Fünftel aller Fälle wird jetzt tatsächlich zufällig die Fortsetzung nur gewählt. In jedem 20. Fall so, jedenfalls so oder alles oder schon und dergleichen mehr. Und wenn man jetzt das Schritt für Schritt anwendet, so kann ich immer ein weiteres Wort generieren, nehme wieder die letzten drei, also dann ist doch nur. Danach ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Ein kommt und so weiter. Da entstehen solche Texte, wie Sie hier sehen. Das ist auf den ersten Blick, glaube ich, sieht man nicht, dass das jetzt nicht ein echter Text von Telegram ist. Wenn man genauer liest, fällt einem auf, dass er irgendwie überhaupt keinen inhaltlichen Zusammenhang hat. Aber das lässt sich relativ leicht lösen, indem man einfach den Kontext größer macht. Wenn ich statt so einem 4-Gramm-Modell ein 6-Gramm- oder 7-Gramm- oder 10-Gramm-Modell wähle, dann kann es sich natürlich viel mehr merken, was gerade schon gesagt wurde und dann auch passende Fortsetzungen finden. Das Ganze hat aber einen großen Haken. Das ist auch der Grund, warum jetzt ChatGPT nicht auf so einem Sprachmodell basiert. Diese Modelle sind rein symbolisch. Das heißt, die Wörter sind für die einfach Symbole, die keinerlei Bedeutung haben. Und wenn ich jetzt so einen Kontext habe, wie es ist doch klar, dass, dann ist das für das Modell ein völlig anderer Kontext als es ist doch glasklar, dass oder es ist doch offensichtlich, dass. Für uns ist es ja fast der gleiche Kontext, weil die Bedeutung, weil die Wörter, die da ausgetauscht wurden, so ähnlich sind. Für solche Sprachmodelle sind es aber komplett verschiedene Kontexte. Wir bräuchten also irgendwas, damit wir die Wörter nicht mehr nur als symbolische Einheiten ohne Bedeutung behandeln, sondern irgendwie algorithmisch auch ihre Bedeutung erfassen können. Da kommt uns die zweite Idee aus den 1950er Jahren zu Hilfe, nämlich die distributionelle Semantik. Für uns in der Korpuslinguistik gilt eigentlich J.R. Firth als einer der Begründer der distributionellen Semantik. Er hat den bekannten Ausspruch getätigt, you shall know a word by the company it keeps. Das heißt, wie Wittgenstein schon sagte, die Bedeutung eines Wortes liegt in seinem Gebrauch. Wenn wir uns anschauen, in welchen Kontexten ein Wort vorkommt, dann können wir erraten, was das Wort bedeutet. Und so lernen wir eigentlich auch einen Großteil unserer Muttersprache, nicht dadurch, dass wir im Wörterbuch nachschlagen oder explizit gesagt bekommen, was ein Wort bedeutet, sondern wir hören das Wort, lesen es in verschiedenen Kontexten und können uns dann bald zusammenreimen, was es bedeutet. Wenn das nicht ganz einleuchtend ist, dass es tatsächlich möglich ist, habe ich hier ein Beispiel mitgebracht. Also hier sind 5 englische Sätze, bei denen ich jeweils dasselbe Wort maskiert habe. Und wenn Sie sich die genau anschauen, können Sie vielleicht inzwischen schon erraten, um welches Wort es sich handelt. Vielleicht nicht genau das richtige Wort, aber es scheint doch klar zu sein. Glass of, das scheint sich um ein Getränk zu handeln. Nigel staggered to his feet, face flushed from too much. Das deutet darauf hin, dass es wohl ein alkoholisches Getränk ist. Wenn man roten Kopf kriegt und unsicher läuft, dann war da wohl Alkohol drin. Und schließlich ist es noch aus Trauben gemacht. Also handelt es sich doch wahrscheinlich um Wein. Und tatsächlich, es handelt sich um einen roten Bordeaux-Wein, den Claret. Auf diese Weise, das ist jetzt was wir mit menschlichem Verständnis erreicht haben. Aber wir können natürlich, wie es eben Firth ausgedrückt hat, den Kontext, diesen Gebrauchskontext, auch dadurch beschreiben, dass wir uns anschauen, welche Wörter im Kontext vorkommen. Also hier zum Beispiel, dass Claret zusammen mit Glas vorkommt, dass es zusammen mit Face Flushed und Stagger vorkommt, dass es zusammen mit Grapes vorkommt, also in der Verbindung Claret Grapes und so weiter. Daraus kann man Wortprofile stellen, die sich als Vektoren in einem hochdimensionalen Raum kodieren lassen. Und solche hochdimensionalen Räume kann man dann auch als eine Art semantische Karte visualisieren. Also jeder Punkt steht hier für so einen Bedeutungsvektor, der ohne Verständnis, echtes Verständnis der Bedeutung, einfach nur aus den Gebrauchskontexten rein durch Berechnungen abgeleitet wurde. Und die Farben der Punkte, die stehen für verschiedene semantische Kategorien. So sieht man auf den ersten Blick, dass tatsächlich hier ähnliche Wörter, vor allem Wörter aus der gleichen Kategorie, sehr nahe beieinander liegen, also ähnliche Repräsentationen bekommen. Sie sehen links unten, also in der Mitte unten in grün, das sind verschiedene Fahrzeuge und Flugzeuge. Rechts sehen Sie verschiedene Werkzeuge, da ist auch Spoon und Knife, also Besteck ist nah beieinander.
weiter oben Cup, Bowl, Bottle, also Gefäße, die wir für Nahrung und Getränke brauchen können, die sind beieinander. Screwdriver, Chisel, Scissors, Hammer, die sind unten beieinander. Also das scheint erstaunlich gut zu funktionieren. So, und jetzt haben wir einen wichtigen Baustein, wenn wir jetzt nun in unser Sprachmodell statt der symbolischen Repräsentation diese semantischen Vektoren einfüttern könnten, dann hätten wir doch dieses Ähnlichkeitsproblem gelöst. Dann könnte ich lernen, dass wenn da eben in einem Kontext Spoon steht und im anderen Knife, dass trotzdem die Fortsetzungen sehr ähnlich oder die gleichen sein könnten. Leider funktioniert es nicht so, denn die klassischen Sprachmodelle von Shannon, die basieren auf Häufigkeitszählungen und Häufigkeiten kann ich nur für Symbole zählen. Und an der Stelle kommt uns jetzt die dritte Idee aus den 50er Jahren zur Hilfe, die sogenannten neuronalen Netze. Also jetzt kommen wir schon in Richtung Deep Learning. Das ist eigentlich auch eine ziemlich revolutionäre Idee gewesen, denn im Gegensatz zu den meisten Algorithmen, die damals entwickelt wurden und auch heute noch entwickelt wurden, die meisten Programmiersprachen von Computer sind eigentlich imperative Sprachen, wo man dem Computer genau vorschreibt, Schritt für Schritt, was für Befehle er ausführen soll, um ein Problem zu lösen. Die neuronalen Netze gehen einen ganz anderen Weg und nehmen sich ein biologisches Vorbild, nämlich das menschliche Gehirn. Die versuchen also, die Funktion von Nervenzellen zu simulieren und dann so wie das menschliche Gehirn, wie man damals zumindest annahm, dass Nervenzellen lernen, wie das Gehirn lernt, das auch als Lernverfahren zu verwenden. Dafür haben verschiedene Leute, Hebb, Rosenblatt, ein Modell, ein mathematisches Modell einer Nervenzelle entwickelt. Das ist ein sehr vereinfachtes Modell. Sie sehen hier die Nervenzelle links, sind die Eingaben, das sind einfach numerische Werte. Die werden mit verschiedenen Gewichten versehen, können auch negative Gewichte sein für inhibitorische Verbindungen. Also auf der linken Seite sind die Eingaben, numerische Werte, die werden mit Gewichten versehen und aufaddiert. Und wenn die Summe dieser Eingaben dann einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, dann feuert das Neuron. Das heißt, dann liefert es ein Ausgabesignal. Diese Schwellenwertbildung, die wird implementiert durch eine nichtlineare sogenannte Aktivierungsfunktion. So, dieses Modell der Nervenzelle, das ist dann biologisch so gar nicht so unrealistisch. Es entspricht aber, es ist eigentlich ein ganz simples Prinzip, das entspricht den einfachsten Lernverfahren, die wir kennen, nämlich den linearen Klassifikationsverfahren. Die werden auch sehr häufig eingesetzt für einfache Lernprobleme, sind aber sehr beschränkt in dem, was sie lernen können. Sie können vor allem keine komplexeren Zusammenhänge lernen. Erstaunlicherweise ändert sich diese Situation, sobald ich nicht nur einzelne Neuronen nehme, sondern mehrere Neuronen in Ebenen hintereinander schalte, in sogenannten Layern. Und ein ganz berühmtes mathematisches Ergebnis hat nachgewiesen, wenn ich nur einen einzigen sogenannten Hidden Layer, also Zwischenebene, in dieses neuronale Netz einbaue, dann kann es beliebig komplexe Funktionen im Prinzip lernen. Dazu muss der Zwischenlayer natürlich auch extrem groß sein, aber im Prinzip wird aus dem einfachstmöglichen Lernverfahren ein extrem mächtiges Lernverfahren. In der technischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat man dann irgendwann festgestellt, solche neuronalen Netze mit einem Hidden Layer sind zwar sehr mächtig, aber auch schwer zu trainieren. Wir können die aber viel effizienter lernen lassen, wenn wir nicht einen Hidden Layer machen, sondern ganz viele Hidden Layer. Also das sind Dutzende, oft sogar Hunderte von solchen versteckten Layern von Neuronen, die jeweils dann auch Hunderte oder Tausende von Neuronen enthalten. Dadurch entstehen diese gigantischen Netze, mit denen wir es heute zu tun haben. Das ist ein sehr effektives Lernverfahren. Und was man auch feststellt dann, ist, dass die tieferen Layer, also die weiter hinten liegenden Layer, hier ist es jetzt von links nach rechts zu lesen, dass die immer zunehmend abstrakte und komplexere Muster lernen können. Also wir haben ähnlich, wie es im menschlichen Gehirn auch funktioniert, zunächst einfache Merkmale, einfache Muster und dann immer komplexere und abstraktere in den Layern. Das ist jetzt genau das, was man als Deep Learning bezeichnet, das Lernen mit tiefen neuronalen Netzen, was in den letzten 10 bis 15, nein, 20 Jahren fast inzwischen zu so einer großen Revolution in vielen Fachgebieten geführt hat. So. Und jetzt packen wir das alles zusammen. Das gibt uns dann ein neuronales Sprachmodell. Also hier sehen wir jetzt einen ziemlich langen Kontext. Das ist was, was man mit einem normalen
statistischen Sprachmodellen, mit diesen N-Gramm-Modellen gar nicht mehr verarbeiten könnten, weil wir viel zu wenig Daten aus dem Korpus bekommen würden. Aber statt hier die Wörter einfach als Symbole zu behandeln, weisen wir jedem Wort seinen distributionellen Vektor als Eingaberepräsentation zu. Das Ganze schicken wir dann durch ein tiefes neuronales Netzwerk, das auch noch rekurrent sein muss, damit es den ganzen Kontext aufsammeln kann. Und rechts oben am Schluss, wenn ich durch alle Layer durch bin und durch alle Zeitschritte, durch die ganzen Token des Kontexts durchgegangen bin, dann habe ich eine Repräsentation, die auf einer recht abstrakten, verallgemeinenden Ebene den ganzen Kontext erfasst. Und auf die kann ich jetzt nochmal einen Ausgabelayer draufsetzen, der die wahrscheinlichsten Fortsetzungen vorhersagt. Und damit kann ich eben sehr flexibel und sehr flexibel solche Sprachmodelle lernen, die für einen gegebenen Kontext das wahrscheinlichste nächste Wort vorhersagen können und dabei die ganze Semantik und Ähnlichkeiten in Betracht ziehen. Das Ganze hat man dann noch mit dem sogenannten Attention-Mechanismus kombiniert, sodass jedes Element von diesem Netzwerk auch noch bestimmte Wörter aus dem Kontext auch in sehr großer Entfernung rausgreifen kann, um die berücksichtigen kann bei seinen Aktivierungen. Und dadurch ist das System dann auch in der Lage, sehr große Kontextinformationen zu verarbeiten. So, das waren die 50er Jahre. Alles, was seither passiert, ist einfach nur technologische Weiterentwicklung. Die Rechenleistung und die Speicherkapazität der Computer hat sich so ungefähr alle 10 bis 15 Jahre um den Faktor 10 vergrößert. Und dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, gigantische neuronale Netze zu trainieren. Und das ist im Prinzip das, was ChatGPT ist. Das ist einfach so ein Large Language Model, ein Modell, das Zufallstexte generieren kann und dabei sehr gute Vorhersagen machen, weil es erstens einen riesigen Kontext verwendet. Das ist nicht, wie wir es gerade gesehen haben, irgendwie 3 oder 10 Wörter, sondern das ist ein Kontext von 4.000 bis zu 32.000 Wörtern. Und es ist ein gigantisches Netzwerk. Das hat nämlich, also GPT-4 wird gemunkelt, hat ungefähr 1,7 Billionen Parameter. Also 1.700 Milliarden Parameter. Es ist auf gigantischen Textmengen trainiert worden. Und wenn man es plakativ ausdrücken will, das ist die meisten Texte sind aus dem Internet, mit dieser Anzahl Parameter kann das Modell eigentlich das ganze Internet auswendig lernen, mehr oder weniger. Und das ist auch was, worauf wir dann nachher zurückkommen, wenn wir versuchen, die Intelligenz von so einem Sprachmodell zu beurteilen. Eine Besonderheit kommt noch hinzu. Wenn wir nur so ein Sprachmodell hätten, das Zufallstexte generiert, würden wenige Hähne danach krähen momentan. So enorm berühmt ist ChatGPT geworden nach seiner Veröffentlichung, weil man mit ihm reden kann. Weil man also nicht einfach nur Texte generieren lässt, sondern tatsächlich Fragen stellen kann, Aufgaben stellen und sogar einen Dialog führen. Um das zu ermöglichen, wurde das Modell eben nicht nur darauf trainiert, irgendwelche Texte, also das nächste Token immer zu erzeugen, sondern auf ganz speziellen Dialogen. Die sehen ungefähr so aus, also tatsächlich genau das, was nachher ChatGPT für uns anbietet. Da ist sogar markiert mit Human, was die Eingabe von Menschen ist, und mit Assistant, was die erwünschte Ausgabe von ChatGPT ist. Und dann wird einfach so lange trainiert, bis das Modell gelernt hat, alle möglichen Arten von Fragen zu beantworten. Und es wird tatsächlich mit den Typen von Fragen, die es beantworten soll, mit den Typen von Aufgaben, die es lösen soll, ganz speziell trainiert. Also ganz wichtig für ChatGPT, für den Erfolg, ist, dass hier unglaubliche Mengen an Trainingsdaten teilweise kostenlos aus dem Internet geklaut wurden, teilweise von billigen Klickarbeitern, die doch ziemlich ausgebeutet werden für Billigstlöhne, erstellt wurden, speziell für das Training hier. So, jetzt kann ich aber zur eigentlichen Frage kommen, nämlich, ist ChatGPT denn intelligent? Wenn man sich die Werbung von OpenAI anschaut, das hier ist die Leistung von ChatGPT, beziehungsweise zugrunde liegen Modellen auf verschiedenen Tests. Das sind teilweise Eingangstests für amerikanische Universitäten. Das Bar-Examen, das ist die Voraussetzung, um als Rechtsanwalt arbeiten zu dürfen vor Gericht und so weiter. Das sind teilweise erstaunlich gute Ergebnisse. Die Prozentzahlen sind immer im Vergleich zu den menschlichen Kandidaten in diesen Testen. Also auf manchen Tests ist es schon unter den besten 10-20% der Menschen. Und man sieht auch, dass GPT-4 hier bei vielen Tests nochmal enorme Verbesserungen erreicht hat. Das ist auch kein Wunder, dass sich das so verbessert hat. Hier links sehen Sie das Bar-Exam.
Das war bei GPT 3.5, also das, was wir als ChatGPT öffentlich gekriegt haben, noch sehr schlecht, bei 10%, also unter den schlechtesten 10% der Kandidaten, weit davon entfernt, es zu bestehen. Ein Jahr später erreicht es plötzlich 90%, gehört also den 10% besten. Warum? OpenAI hat das als Werbeelement entdeckt, um zu beweisen, dass es intelligent ist. Und dann haben sie einfach viel Geld reingesteckt, das auf den typischen Fragen dieses Bar-Exam zu trainieren, damit genau dieses Exam nachher besteht. Und so sind viele von den Sachen, die ChatGPT kann, sind durch so hochspezialisiertes Training entstanden. Das sollte jetzt rosa sein, was ich gerade behaupte. Das sind natürlich jetzt Behauptungen, die niemand nachweisen kann, der nicht bei ChatGPT arbeitet. Gut, wenn wir also die Frage nochmal ernster stellen wollen, dann muss man sich erst überlegen, wie kann man eigentlich testen, ob irgendwas intelligent ist, ob jetzt ein Lebewesen oder eine Maschine intelligent ist. Auch da gibt es wieder eine Antwort aus den 1950er Jahren, nämlich den Turing-Test, den Alan Turing 1950 vorgeschlagen hat. Das ist im Prinzip ein empirischer Test. Man lässt einen menschlichen Judge, einen menschlichen Prüfer mit verschiedenen Gesprächspartnern sprechen. Damals hat man gesagt, das machen wir per Terminal, damit man jetzt nicht auch eine Sprachausgabe und so eine Spracheingabe lösen muss. Heutzutage können die künstlichen Intelligenzen teilweise auch schon sehr überzeugend sprechen, Sprachsynthese machen. Und wenn der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem anderen Menschen spricht oder mit einer künstlichen Intelligenz, dann muss die künstliche Intelligenz wirklich intelligent sein. Dann hat die Maschine ein menschenähnliches Intelligenzniveau erreicht, denn unser einziger Maßstab für Intelligenz ist natürlich die eigene menschliche Intelligenz. So, den Test will ich nachher noch machen. Ich hoffe, dass wir noch genug Zeit haben. Man kann natürlich jetzt versuchen, diesen Test, eigentlich machen wir das die ganze Zeit mit ChatGPT, indem wir halt Fragen stellen. Und eine Fragesorte, die da sehr schön funktioniert, sind mathematische Fragen. Also wenn man zum Beispiel nach Primzahlen fragt, das macht immer wieder Spaß, zum Beispiel ob 99 eine Primzahl ist, die Antwort, die Sie sehen von ChatGPT, das war schon vor über einem Jahr, ist beeindruckend eigentlich. Also nicht nur gibt es die richtige Antwort, dass es keine Primzahl ist, sondern wie ChatGPT so ist. Es erklärt uns auch noch, warum das so ist, die Definition der Primzahl, auch was die Faktoren sind, nämlich dass es in 3 mal 33 zerlegt werden kann. Also eigentlich eine perfekte didaktische Antwort. Wenn man jetzt nach anderen Fragen, nach anderen Zahlen fragt, das war eine frühe Version von GPT-4, wo man also eigentlich, was eigentlich noch besser sein sollte, dann ist es nicht nur so, dass die Antwort falsch werden, also dass 19.677 keine Primzahl sei, weil es durch 3 teilbar ist. Dass es durch 32.259 teilbar ist, ist ja sowieso absurd. Wenn man dann aber erstmal anfängt nachzufragen, dann verwickelt sich das System ganz schnell in Widersprüche. Also was es gibt denn das durch 3? Rechnet es sogar richtig aus. Das geht aber nicht auf, weil es eben nicht durch 3 teilbar ist. Und wenn man dann nochmal nachfragt, wo jetzt, so würde man ja einem Studenten erklären, warum man einen Fehler gemacht hat, dass man erwarten würde, ein Mensch jetzt selbst erkennen, dass es dann nur keine Primzahl sein kann oder zumindest nicht durch 3 teilbar ist. Aber das beeindruckt dieses Modell überhaupt nicht. Und genau an der Stelle sieht man eigentlich, dass so ein ChatGPT keine menschenähnliche Art von Intelligenz besitzt. Denn sonst müsste das System ja, sonst müsste die KI ja hier erkennen, dass es sich widerspricht. Das Ganze ändert sich natürlich dummerweise von Woche zu Woche, da die Modelle stets aktualisiert werden. Das heißt, man kann sowas fast gar nicht wissenschaftlich wirklich untersuchen, weil die Ergebnisse sofort wieder veraltet sind. Zum Beispiel habe ich dann Anfang dieses Jahres probiert, ist 99.991 eine Primzahl, das ist die größte, die auf Wikipedia aufgelistet ist, hatte dann leider korrekt gemacht. Dann wollte ich einfach mal die nächst kleinere Primzahl probieren, um wieder so einen Fall wie den vorigen zu finden. Da ist mir jetzt aber ein Fehler unterlaufen. Ich habe aus Versehen mit Copy-and-Paste-Fehler nochmal exakt dieselbe Frage eingegeben. Was dazu führt, dass ChatGPT ganz betrübt war, sich enorm entschuldigt hat, dass es offenbar eine falsche Antwort gegeben hat, weil ich die Frage nochmal stelle und sich dann korrigiert hat und einfach 2 Teile erfunden hat. Und auch das, glaube ich, zieht die echte Intelligenz von oder zeigt recht deutlich, dass da keine echte Intelligenz und vor allem kein Verständnis dafür, welche Frage hier einfach eigentlich beantwortet wurde, vorliegt, obwohl die Antworten so überzeugend klingen. So,
Jetzt komme ich zu meiner eigenen persönlichen Überzeugung, was ChatGPT eigentlich ist. Ich glaube, es lässt sich am besten als ein sogenannter Chinese Room beschreiben. Für die von Ihnen, die noch nicht vom Chinese Room gehört haben, das ist ein sehr berühmtes Gedankenexperiment vom Philosophen John Searle, der damit den Turing-Test und vor allem die KI-Systeme der 80er Jahre, der 70er und 80er Jahre kritisieren wollte. Und zwar ist das folgende. Damals wurde nämlich auch schon behauptet, wir haben jetzt Systeme, die Dialoge mit Menschen führen können. Und das ist der Anfang der echten künstlichen Intelligenz. Die Idee hinter dem Turing-Test, hinter dem Chinese Room, ist, er sagt, John Searle hat dann gesagt, er kann selbst kein Chinesisch. Aber stellen Sie sich vor, er würde jetzt in einen Raum eingesperrt. Da sind ganz viele Zettel drin, wo immer draufsteht, was Chinesisch ist und die Antwort, die man dann geben soll. Und jetzt reicht ihm jemand einen Zettel mit chinesischen Schriftzahlen in den Raum. Er sucht sich aus seinem Zettelkasten was Passendes und schreibt die Antwort auf und reicht ihn wieder zurück. Und wenn der Zettelkasten groß genug ist und für jede Frage, jedes Eingabe, die da kommt, eine passende Antwort dabei ist, dann könnte ein Mensch draußen denken, ein Chinese draußen denken, er kann Chinesisch sprechen, aber in Wirklichkeit versteht er ja, weiß er ja, dass er kein Chinesisch versteht, sondern nur Regeln befolgt. Und das war eigentlich auch sehr treffend, diese Beschreibung für die damaligen KI-Systeme. Also auf die hat es zugetroffen, das waren relativ kleine, regelbasierte Systeme. Trotzdem gab es vernichtende Kritik, vernichtende Reaktionen drauf von der ganzen KI-Community. Wenn man jetzt aber sieht, was ChatGPT macht, dann glaube ich, das ist genau der Chinese Room, aber nicht der Chinese Room von damals, der nur ein paar hundert Zettel haben konnte, weil ein Mensch nicht damit zurechtkäme. GPT kann mit seinen 1,7 Billionen Parametern natürlich, im Prinzip hat der Milliarden, Billionen von Zetteln, tausende Milliarden von Zetteln zur Verfügung und hat auch noch die Möglichkeit, in Sekundenschnelle die passenden Zettel zu verfügen. Und noch besser, er kann verschiedene Zettel, die nicht ganz passen, sich raussuchen und die Antworten miteinander verschmelzen. Und das ist das, was uns diese enorme Leistungsfähigkeit ergibt. Also es ist doch irgendwie so ein Papagei, der vieles, was er irgendwo im Internet gelesen hat, nachahmt. Belegen kann ich meine These hier natürlich überhaupt nicht, aber vielleicht doch ein bisschen plausibel machen. Also eine der Aufgabenstellungen, Sachen, die immer wieder beeindrucken, ist, wie gut ChatGPT programmieren kann. Ich habe da mal die Frage gestellt, how can I train a bag of words classifier in Python? Bag of Words Classifier, das ist, was meine Studierenden im BA Computerlinguistik am Ende des zweiten Semesters machen können sollten. ChatGPT kann das auch beeindruckend auch. Es schreibt korrekten Python-Code dafür. Es erklärt sogar die einzelnen Schritte schön aus Aufzählung, sagt immer, was es macht, zeigt dann den Code. Also auch wieder perfekt. Ist das jetzt Intelligenz, also Programmierkenntnisse, oder ist das ein Chinese Room? Wenn Sie genau dieselbe Frage bei Google stellen, dann findet Google Ihnen 20 Millionen Webseiten, die ein Tutorial darüber haben, wie man so ein Bag of Words Classifier in Python trainiert. Und es ist kein Wunder, wenn ChatGPT 20 Millionen solcher Tutorials gelesen hat, dass es daraus dann eine gute Antwort zusammenstückeln kann. So, und wenn ich jetzt noch 5 Minuten haben darf, dann gehe ich noch auf mein letztes Thema ein, das mir gerade so am Herzen liegt, da ich aus dem Department. Darf ich noch? Ja, Sie dürfen natürlich. Da ich ja aus dem Department Germanistik komme, interessiert mich natürlich besonders die Textproduktion. Und da habe ich jetzt den Turing-Test mal, wollen wir mal den Turing-Test durchspielen. Ich habe hier zwei Texte, bei denen es um die Zweitstimme im deutschen Wahlrecht geht. Und jetzt wäre zu entscheiden, welcher dieser beiden Texte von der KI stammt, der linke oder der rechte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein... Ah ja, super. Ich warte noch ein bisschen, während die Antworten reinkommen. So, soweit ich das verfolgen kann, so gut 2/3 der Leute entscheiden sich für den linken Text von der KI, 1/3 für den rechten. Und sie haben auch völlig recht. Der linke Text ist mit ChatGPT erstellt. Der rechte Text ist der Anfang des Wikipedia-Artikels zur Zweitstimme. Und die Information, die drin steht, ist in beiden Fällen korrekt und auch einigermaßen vollständig. Aber trotzdem erkennen wir doch oder kennen viele von uns, dass der linke Text hier irgendwie eher von einer KI zu stammen scheint.
Für mich liegt der Unterschied vor allem darin, dass der Text langatmig und repetitiv ist. Also, und außerdem keinen richtigen roten Faden hat. Also alles das, was einen richtig guten Text ausmacht, hat dieser Text nicht. Er ist eloquent, er ist meistens recht lang, wortreich, er bringt viel Information. Aber ihm fehlt irgendwie das, zum auf den Punkt zu bringen. Das Ganze hat natürlich auch noch damit zu tun, wie man promptet. Das will ich jetzt aus Zeitgründen überspringen. Aber das ist so der Schluss. Das stellt uns natürlich jetzt als Dozierende, vor allem in der Germanistik, vor das Problem, dass wir Studierenden erklären sollen, warum sie eigentlich noch gute Textproduktion lernen sollen. Warum soll ich lernen, gute Texte zu schreiben? Soll ich nicht lieber einen Bachelor in Prompt Engineering machen und dann alle meine Texte von GPT schreiben lassen? Die Forschungsfrage, die dahinter steckt, die sich da stellt, ist, was macht denn eigentlich den guten Text aus? Es ist nämlich schwer zu erklären, was an den Texten schlecht ist, wenn wir nicht genau definieren können. Also wir könnten, wahrscheinlich würden relativ einstimmig eine schlechtere Schulnote für den KI-Text vergeben, als für einen guten Menschen geschriebenen Text. Aber wie können wir das eigentlich wirklich erfassen? Und das ist was, womit wir uns gerade so in der Forschung auch beschäftigen. Da gibt es das, Rudolf Kammer hat von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre ein Freiraumprojekt eingeworben, Prompt Higher Learning, wo wir gerade gemeinsam und Nutzungskonzepte für KI-basierte Writing-Tools in der Hochschullehre entwickeln wollen. Auf der Seite des Departments Germanistik, wir bringen da einerseits die technischen Grundlagen, so wie ich es gerade ein bisschen erklärt habe, aber eben auch eine kritische Evaluation und Bewertung der generierten Texte mit und wollen hier Kriterien entwickeln. Das ist leider ziemlich schwierig. Es gibt da einige Forschung dazu, die Schreibprozessforschung, die Kriterien für Textqualität liefern kann. Aber diese Kriterien wirklich zählbar umzusetzen und messbar umzusetzen, ist extrem schwierig. Das ist sozusagen der Forschungsherausforderung. Momentan haben wir uns an Wörterbuchartikeln versucht. Die sind einfacher, weil es dazu auch schon, erstens mal, weil es strukturiertere Texte sind und weil es dafür auch Kriterienkataloge aus der Lexikologie gibt. Wir haben gerade ein Paper eingereicht zum Euralex-Kongress, wo wir sowas angewandt haben. Wir haben also einen Wörterbuchartikel für das Wort Maus von verschiedenen Studierenden erstellen lassen, entweder mit KI-Unterstützung oder ohne KI-Unterstützung, und haben es dann verglichen mit einem rein KI-generierten Artikel, wo ein Experte einen guten Prompt formuliert hat, und mit Artikeln aus Duden, aus der Online-Fassung von Duden als Referenzmaßstab. Und das Wichtige ist, dass wir hier nicht nur Gesamtbewertungen kriegen, also grün rechts der KI-Artikel, der hat tatsächlich die beste Bewertung, weil er alle Aspekte, die wir uns wünschen, abgedeckt hat, während die roten, die meisten von den Studierenden erstellten Artikel, also nicht mal die Mindestanforderungen erfüllt haben. Wichtiger ist aber, dass wir hier, und das ist ganz wichtig für solche Textqualitätbewertungen, dass wir nicht nur die Gesamtbewertung sehen, sondern auch die Aufteilung in verschiedenen Kriterien. Und das musste sehen, in welchen Bereichen KI oder Studierende schlecht und gut sind und dann damit auch in Zukunft gezielt verbessern können. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, und vielleicht haben wir irgendwann dann noch Zeit, ein bisschen zu diskutieren.